Wir werden auch zwei, drei Themen heute ganz bewusst auch mit reinflechten, die Zusammenarbeit. Deswegen auch gleich jetzt nach Was ist neu im Prinzip, wie Sie vorhin auf der anderen Agenda schon gesehen haben, auch die Kooperation, was ist eine WIP-Kooperation, was ist neu. Denn auch wir lernen ja jedes Jahr neu dazu. Haben wir vor einigen Jahren noch gedacht, Fels ist ein tolles Backoffice und jeder, der sich mit Lukasse kennt, kriegt auch einen gescheiten Partner an die Hand. So denken wir heute ein klein wenig anders. Heute denken wir so, weil es auch Leben draußen und auch erfahren haben und aus der Praxis kennen, es sind genug Partner in Deutschland auf einem sehr, sehr hohen Niveau, so wie Sie heute hier sitzen, die ganz einfach auch bei Kunden unterwegs sind, bei Firmenmandanten, die auch wirklich ein reges Interesse daran gezeigt haben, sich mit dem Thema pauschalodierte Unterstützungskasse vernünftig zu beschäftigen. Einige von Ihnen haben auf dem Markt auch schon ausprobiert und getestet, auch das ist uns bekannt, wohlbekannt, haben auch schon mit der Unterstützungskasse Erfahrung gehabt, sind vielleicht der Meinung, hier und dort hat es nicht so richtig funktioniert. Zu diesen Partnern möchte ich einfach eins sagen, testen Sie uns. Wir werden nichts behaupten, weil wir sagen, wir müssen auch keine Ausschließlichkeit oder sonstiges fahren. Testen Sie uns einfach, wir möchten Sie beweisen. Und wenn Sie dann feststellen, dass wir zusammenpassen und dass unsere Art mit Ihren Kunden oder mit unserem gemeinsamen Mandanten, dass diese Art auch ja, Ihnen gefällt, Ihr Gefallen irgendwo sich dadurch dann auch in interessante Geschäfte und der Zusammenarbeit und natürlich ein optimales Betreuung der Kunden irgendwo auswirkt, dann freuen wir uns auf eine langfristige Zusammenarbeit. Behaupten wollen wir nicht zu viel, wir werden Ihnen heute nur die Rahmenbedingungen nennen, weil es gibt Dinge, die wir von Ihnen erwarten und es gibt sicherlich Dinge, die Sie auch von uns erwarten. Und dieses Fair Play, dieses Klartext-Sprechen, dafür nutzen wir zum Beispiel solche APO-Kunden. Und auch wirklich ganz klar von vornherein wissen, was ist möglich, was ist aber auch nicht möglich. Und welchen Einsatz sollte jeder für sich bringen, dass er auch in einer relativ kurzen Zeit, und ich rede immer von einem zeitlichen Horizont von 6 Monaten bis 2 Jahren, so weit fit ist, alles komplett eigenständig zu machen, zu beraten und zu abwickeln. Das ist das Ziel. Und deswegen dieser Erfahrungsaustausch heute, nehmen Sie einfach alles mit. Die Frage, die auch jemand zu Beginn gestellt hat, gibt es Handouts? Nein, heute haben wir keinen Seminarcharakter am heutigen Tag, sondern heute bin ich eigentlich froh, wenn Sie nachher sogar mehr sprechen als ich oder mehr reden als ich im Bereich des Erfahrungsaustauschs. Wir werden nach der Mittagspause auch eine kurze Gruppenarbeit machen. Wir werden 3 oder vielleicht 4 Gruppen, so wie wir gerade sitzen, das vielleicht auch ein bisschen aufteilen. Aus jeder Gruppe einen Sprecher, einen Freiwilligen oder einen sogenannten Freiwilligen einfach mal auswählen, der dann auch mal kurz vorträgt, die Erkenntnisse aus der Gruppe, weil das ist live. Das ist Business, das ist Erfahrungsaustausch und das wollen wir leben. Und das wollen wir in diesem Jahr sogar noch weiter intensivieren. Warum? Weil auch wir festgestellt haben, es kommen doch wesentlich mehr niveauvolle Partner auf uns zu, als wir vorletztes Jahr noch damit gerechnet haben. Deswegen stellen wir auch ein bisschen was um. Wir konzentrieren uns auch mehr darauf und bieten auch mehr Unterstützung ab diesem Jahr. Da sind wir schon bei dem Thema, was ist neu. Unterstützung in der Form, dass Partner, egal ob vor Ort, ob unser Job, oder aus der Entfernung heraus oder wie auch immer so weit begleitet werden, dass sie alles haben, was sie zu dem Zeitpunkt benötigen, um den Kunden an die Hand zu nehmen und zu einem Ziel zu führen. Und wenn sie noch nicht so weit fit sind, dann kriegen sie auch jemanden vor Ort, der sie begleitet. So lange, bis sie sagen, jawohl, jetzt kann ich es, jetzt mache ich es eigenständig. Wie gesagt, auch wir lernen jeden Tag dazu und sind dankbar auch für jedes Feedback, was wir bei solchen Einzelgesprächen oder beim zusammen unseren Job draußen auch wirklich miteinander lernen können. Und wir versuchen das dann auf anderen Seminaren. Wer unser zweitägiges Praxisseminar kennt, weiß, wovon ich spreche. Da wird wirklich das geballte, nicht Know-how, sondern das Praxiswissen rübergebracht. Und da fast alles, was aus 10 Jahren falsch gemacht wurde, bringen wir auch. Weil daraus kann man lernen. Manchmal mehr als nur durch pure Theorie, wie man es richtig machen sollte. Und dann hat man so eine Situation und dann kommt der Kunde doch mit einer Frage, die man nie gehört hat. Und deswegen machen wir das. So, was ist neu? Neu ist eine ganze Reihe an Unterlagen, die für Dezember, Januar geplant waren. Aber es sind noch ein paar sehr, sehr gute Inputs aus Ihrem Kreise gekommen, von Partnern. Dafür möchten wir uns recht herzlich bedanken für die Feedbacks, die immer wieder an uns herangetragen werden.
welche Themen draußen vor Ort noch für den Mandanten im Einzelnen wichtig wären, dass man darüber vielleicht ein kurzes Blättchen oder ein Broschürchen auch da lassen kann, dass den Kunden nicht überfordert, dass man aber den Nutzen in kurzer Form erklärt, sodass der Kunde sich mit etwas Sinnvollem beschäftigt und nicht durchs Internet nach irgendwelchen scheinheiligen Aussagen von sogenannten Experten stößt und dann langwierige Gespräche daraus werden. Wir haben an dieser Broschürenstrecke jetzt noch ein bisschen länger gearbeitet. Dafür kommt jetzt einiges gewaltig nach. Einfach aus dem Grund, damit sie ähnlich aussehen und der Wiedererkennungswert da ist, weil es soll ja bundesweit auch gerne gestreut werden. Und es wird auch notfalls auch in Kolumbien produziert, das ist nicht das Problem. Das heißt, es geht los mit einer Broschüre im DIN A4-Format, wenn ich es an der Stelle kurz zeigen darf. Viele von Ihnen kennen ja unsere Mappen, die gibt es im Querformat und im Hochformat. Die im Querformat wurde extra schon mal vorausgedruckt für eine spezielle Broschüre, die auch in diesem DIN A4-Querformat jetzt demnächst kommen wird. Und die heißt Erfrischung einfach. Und genauso ist sie gemacht. Hochglanz, 8 Seiten, aber wo nur sehr wenig drinsteht. Emotionen, es soll ja die Einfachheit rüberkommen. Warum? Denn es gibt immer noch sehr viele Partner draußen, die das sehr, sehr kompliziert machen. Wir reden heute Klartext, haben wir ja versprochen. Es gibt viele Steuerberater draußen, die würden sogar sagen, okay, endlich kümmert sich einer um meinen Mandanten, aber der Partner redet 2 Stunden mit dem Steuerberater ein, bis der sagt, brauchen wir nicht. Dann lieber mal was da lassen, was Sinnvolles und einfach gucken, testen. Wenn Fragen da sind, die Fragen werden schon kommen. Wenn keine Fragen mehr da sind, Sie als Verkäufer, was ist unsere nächste Frage dann? Ja, was ist der nächste Schritt? Es gibt viele Partner, ich will jetzt keine Namen nennen, aber die Partner wissen das, sind noch nicht alle heute hier, die im letzten Jahr, mit denen ich zusammen war, wo ich schon mal gesagt habe, jetzt mach du doch mal, und ich sitze einfach dabei. Aber mal gucken, mach mal nachher ein Feedback. Ja, und da legt er los. Macht das super. Toller Einstieg. Haben wir gut gelernt, harmonisch. Nach einer halben Stunde sagt der Kunde, ja, was wäre denn jetzt der nächste Schritt? So, wenn der Kunde sowas sagt, was ist das in der Regel? Ja. Was machen wir dann, wenn der Kunde sowas sagt? Wir unterschreiben Sie hier. Wir zeigen ihm, was der nächste Schritt ist. Nicht mehr und nicht weniger. Ist so die beste Vorlage, die man haben kann. Wenn der Fußballer das Ding 5 Meter vom Tor steht, Torwart ist abgelenkt, ja hallo, rein damit. So, und was macht der Partner? Dann legt er erstmal von A los, um bis zum Z zu kommen, weil der Kunde muss jetzt erstmal die U-Kasse erklärt bekommen in der nächsten Stunde. Okay, passiert, haben wir auch gemacht. Klar, Fehler macht jeder. Wir haben auch daraus gelernt. Wir sind blutigen Nasen geholt damals. Wenn wir heute im Laufe des Tages auch darauf kommen, wie macht man es richtig, weil heute geht es wirklich um die Praxis. Das sind auch solche Beispiele, ne? So, dann alles, was mit Unterstützung im Internet, da werden wir heute Nachmittag nochmal kurz darauf zu sprechen kommen. Und deswegen würde ich sagen, steigen wir jetzt nochmal ganz konkret rein in das Thema Know-how, Praxis. Und womit geht es in der Regel los? Mit der Gesprächsvorbereitung. Eine Bitte an Sie, Sie haben bestimmt eine gewisse Erwartungshaltung, bei manchen Seminaren fragen wir auch danach, tun wir heute nicht, weil heute bringen Sie ja die Erfahrung mit. Aber ich habe eine kleine Erwartungshaltung. Reden Sie frei Schnauze, wie in den Mund gewachsen ist, so wie Sie möchten. Das ist einfach meine Bitte. Denn wir wollen hier unter Kollegen. Achso, wegen dem Schnitt. Ja, FelsTV, da denken wir auch schon drüber nach. Ja, stellen Sie einfach Ihre Fragen, weil heute soll es ja ein Tag für Sie sein. Hauptsächlich, dass Sie alle Situationen, die Sie draußen erleben, heute auch ganz live fragen können, und wir werden mit Erfahrungsaustausch und auch ein bisschen mit unserer Unterstützung exakt auf diese Punkte dann auch nochmal gemeinsam eingehen. So lange, bis jemand sagt, okay, genau das ist es, das hat mir gefehlt, das habe ich gebraucht.